Und damit willkommen zurück zu Rocket Birds Hardball Chicken. Ich habe schon wieder fast vergessen. Und ich war gerade extrem dumm. Und zwar wollte ich gerade nachgucken, wie das Level funktioniert. Und als ich am Nachgucken war, ist mir die Lösung eingefallen. Beziehungsweise, ich habe mir angeguckt, was der Typ gemacht hat. Und ich war eben schon gedanklich so weit, das selber zu machen. Aber irgendwie war ich zu doof. Ich wollte mich aber diese Kiste hier nehmen. Und hier wieder hochspringen. Und ich weiß nicht, hatte ich es auch schon gesagt? Gucken, ob es hier hochgeht. Und hier geht's hoch. Oh Mann, ey, ist das. Ah, oh, es tut manchmal so weh, ich zu sein. Aber ich glaube, jetzt müssen wir nur so machen. Und jetzt dürfte der Fahrstuhl ja wieder funktionieren. Nein? Okay, dann war es das nicht. Okay, was müssen wir dann machen? Also weiter habe ich mich auch nicht gespoilert, also das hier. Ah, okay, wir können den Fahrstuhl nach hier unten rufen, klar. Sehr gut. Okay, top. Das heißt, wir haben jetzt diese Scheiße hier. Und wir können jetzt hier einmal so machen, das Ding wegziehen und dann hier so machen. So. Jetzt kommt natürlich wieder meine Freundin will irgendeine Scheiße. Nein, sollst du nicht. Die wollte jetzt nämlich essen. Und ich habe Hunger. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz das Schlauste, was ich jemals getan habe. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Hier geht es nicht weiter. Das ist cool. Okay, hier geht's nicht weiter. So, geht es hier weiter. Hier gibt's die grüne Karte, die brauchen wir. Und hier gibt's einen Medic. Aber was können wir jetzt hier machen? Er riecht erstmal an seiner Achsel. Hallo! Manchmal ist es auch eher so, es funktioniert gar nicht. So, was mache ich jetzt hier? Oh Gott, uns geht's echt nicht so gut. Ah, okay, wir können hier durch. Alter, wie cool ist das denn? Das ganze Ding ist jetzt einmal nicht gespiegelt, sondern gedreht. Also wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist mega cool. Nein. Wie weit sind wir zurückgeworfen? Oh Gott, nein. Die Antwort ist relativ weit. Sie verarschen jetzt? So, laufen wir noch mal ganz kurz hier rüber. So, weil mit dem können wir nichts. Doch, mit dem können wir die Tür öffnen. Ich Idiot, ey. Ich weiß nicht mehr, ob es gewollt ist, dass man hier oben lang geht. Oh, uns geht es übrigens wieder besser. Okay, die sind stärker, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Warum speichert das Spiel denn so beschissen?
So. Bäm. Einfach mal erschießen. So. Ich finde es auch scheiße, dass ich das Spiel nicht manuell speichern kann, leider. Meine Fresse! Okay, ich spiele das Spiel auf hart. Ich sollte mich nicht wundern. Ich hätte es so machen sollen, wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Nämlich... Kannst du auch mal aufstehen, Fotze? So, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Auf die Kacke. Doch. Oh, das war dumm. Das brauchte ich gar nicht. Das wird mir dann grau angezeigt, wenn ich es gar nicht brauche. Okay. Also Bescheid. Der Spaß. Also ich bin der Spaß, weil ich draufgegangen bin, aber... Macht ja nichts. Ja, genau. Okay. Jetzt dein Ernst? Also Speicherpunkte sind im Spiel echt kacke, muss ich sagen. Nee. Spiel, was ist jetzt auf einmal mit dir los? Was bist eben so gut? Meine Fresse, ey. Nimm diese Kiste! Nibber! Meine Fresse, ey. Oh, Granaten explodieren, wenn sie Gegner treffen. Gut zu wissen. Oh! Hä? Hey, ich stehe auf, wenn ich meine Granate werfen soll. Der steht wirklich auf! Warum steht die Misse denn auf? Ohne Scheiß. Schlecht gemacht. Echt, das ist richtig scheiße. Nee, leck mich. Nee, dass man aufsteht, wenn man eine Granate werfen will, ist komplett dumm. Wer steht denn auf, wenn er in Deckung sitzt und eine Granate werfen will? Und wer stellt sich auf eine Kiste drauf, wenn er dahinter einfach nur aufsteht? Okay. Ein bisschen wütend, ne? Fluglehrer. Errungenschaft freigeschaltet. So. Ja. Also. Es war nicht meine beste Idee, nach dem Typen mit einer Granate zu werfen. Auch nicht nach den beiden unten. Auch wenn das theoretisch die geilste Möglichkeit ist, zwei Leute umzubringen. Aber es funktioniert in diesem Spiel nicht. So wie es sollte. So. Leck mich am Arsch. Das Aufstehen funktioniert natürlich auch nicht so wie es sollte. Nein!
Spring da ran. Ich weiß, also ich glaube, das Spiel ist echt nicht auf Steuerung mit einer Tastatur ausgelegt. So, Fotze. Allerdings, wenn man die Gegner nicht sieht, dann ist es extrem gut. Verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich sollte Granaten werfen, wenn die geschossen haben. Also, ohne Scheiß, das ist mega dumm gemacht. So. Weg mit dir. Das mit der Granate hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Allerdings war immer noch okay. Meine Katzen nerven gerade extrem im Hintergrund, weil ich nicht weiß warum. Und du bist auch tot. So. Aber ich würde sagen, wie wir die beiden da unten ausschalten, das sehen wir spätestens im nächsten Part. Bis dahin, haut da rein und tschüss.